Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von The Legend of Zelda Twilight Princess. Wie komme ich jetzt auf Twilight Princess? Verdammte Hacke! Nein, es ist Majora's Mask! Vielleicht, weil ich zu viel Zelda in der Birne habe. Wir sind einfach nur Zelda gehypt. Was ist los? Ah, ein bisschen Mana einsammeln und ja. Gucken wir mal, was hier weitergeht. Ja, in der letzten Folge haben wir dieses komische Lied mitbekommen. Hallo, mach mal auf hier. Dieses komische Schwingenlied. Keine Ahnung. Symphe Info Center. Ja, du solltest ja auch mal den Bauch rasieren, Dude. Du siehst nämlich aus, als könntest du es gebrauchen. So. Kumens Bootsfahrten. Büro derzeit geschlossen. Was? Bitte fragen Sie im Magieladen zur alten Schachtel. Was? Am Rande der Sümpfe nach. Okay. Was geht bei dir? Willkommen! Besuchst du zum ersten Mal unseren schönen Sumpf? Dann solltest du unbedingt an unserer Bootsfahrt teilnehmen. Okay. Warum nicht? So siehst du eine große Runde den ganzen Sumpf und kommst auch zum Dekopalast. Also am Dekopalast vorbei. Leider ist der Sumpf in letzter Zeit verseucht. Und dann ist da noch dieses riesige Monster. Kein Wunder, dass immer weniger Gäste kommen. Fahrkarten erhältst du am Schalter gegenüber. Dude, da gibt's keinen Fahrkartenfuzzi. Hallo. Siehst du? Also, hör auf zu lügen. Also ich finde das total uncool. Der lügt uns doch kackenreiß an. Und sagt, Dude, du findest bei mir die besten Dinge. Best stuff ever. Pustekuchen. Elender Lügner ist das. Würde ich mal so behaupten. Pass auf, wir tricksen den Deko jetzt aus. Wir machen einmal den hier so. Guten Tag. So, und dann... Guten Tag, mein Freund! Danke, dass du vorbeischaust. Ich tätige eigentlich nur mit Dekos Geschäften. Eigentlich wollte ich dich ja direkt vor dem Palast Handel treiben lassen. Aber da war dieser große Oktopus und mir blieb nichts anderes übrig, als meine Zelte hier aufzuschlagen. Weißt du, was Wundererbsen sind? Ich verkaufe sie dir für 10 Rubine. Nein, Mann. Das ist schade. Aber wenn du sagst, bei der Enas, komm ruhig wieder. So, kann man die Maske jetzt wieder abnehmen? Nimm die Maske ab. Okay. Das hat soweit funktioniert. Stock und Stein, brich dir nicht das Bein. Wie komme ich jetzt auf so einen Scheiß? Ah, ich weiß es auch nicht. Okay, wir können nach links und wir können nach rechts, aber wir können da nicht durch. Halt, Moment. Ich glaube, wir brauchen die Dekomaske. Weil als... Wow! Als Deko können wir ja hier über diese schönen Blätter hupfen. Hüp, hüp, hüp. Hüp, 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 hüp. Hüp, 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 hüp. Hüp, 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 hüp. Hüp, hüp, hüp. Was geht denn da für ein Shit? Das hier sieht nach Dekopalast aus. Zum Magieladen, zur alten Schachtel. Yay, wir sind richtig. Hallo. Ey, Dude, das finde ich nicht okay von dir. Ich sag auch noch Hallo. Gute Hüpp, das half gewonnen, sagt der Rheinländer so uns. Ah, schon wieder ein Tag verballert. Magieladen zur alten Schachtel. Guck mal, und wir kriegen direkt Geld geschenkt. Was soll denn das? Hallo.
Alter, sieht so creepy aus. Sie sieht aus wie diese Hexe aus Ocarina of Time. Ah, es gibt da ein kleines Problemchen. Unsere Kunden sind ausschließlich Menschen. Die Tränke sind speziell für den menschlichen Körper rezeptiert worden. Es tut mir leid, aber du musst wohl wieder gehen. Muss ich nicht. Weil, pass auf. Kuckuck. Tschi, willkommen. Meine Tränke wirken gut. Bist du etwa wegen der Bootsfahrten gekommen? Was für ein Pech. Kume ging in die Wälder, um nach Pilzen zu suchen. Okay, der will wohl eher, naja, auf Drogen sein oder so, oder die. Wenn ich es mir überlege, ist er schon ein wenig spät dran. Könntest du wohl für mich nach ihr suchen? Also ja, er ist eine Sie. Allerdings kann man sich in den Wäldern leicht verirren. Frag die Affen, die dort leben, nach dem Weg. Was? Mich interessiert, ob man da reinhüpfen kann. Zack! Wow. Okay, wir sollen wohl jetzt in die Wälder hüpfen. Tun wir doch. Kommen wir bis da hinten? Ich will es nicht versuchen. So, ab dafür. Zack, zack, Banabak. So, mal gucken. Nein! Flup, 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 abgesoffen. Das passiert, wenn man auf den Chat achtet, nur. Also, liebe Leute, immer fein aufs Spiel ein bisschen mehr achten, als ihr auf den Chat, sonst passiert euch das, was mir passiert. Dass dieser Deku auch absaufen muss. Ich glaube, Link könnte hier aber. Ne, Link könnte ja auch nichts machen, ne? Ich glaube, wir sollten das nicht abschießen. Ich mach's aber. Okay, was sagst du mir? Zum Dekopalast. Vorsicht. Was? Vor den Oktoroks. Okay. Die Aufnahme geht jetzt noch 10 Minuten. Schauen wir mal, was wir da machen. Vorsicht vor den Oktoroks. Wir gucken mal, dass wir hier irgendwie so draufgehüpft kommen. Was geht mit dir? Ein Frosch. So. Okay, vor denen müssen wir uns wohl in Acht nehmen. Putz!
Okay, den Octorokrux, den haben wir schon mal platt gemacht. So weiter gut. Ey, das war unfair. Dude. Den machen wir fertig. Ich glaube, dass der auch nichts Gutes hier befehligt, oder? Alter! Dudi! Was geht denn bei dem ab? Ja! Na! Sei doch nicht so anstrengend. Mich interessiert jetzt mal, wie man da reinkommt oder ob man da überhaupt reinkommt. So, was sagst du? Hier wartet ein, was? Grotzotrock. Kommst du ihm zu nahe, bist du verschluckt. Du solltest besser nicht dich mit ihm anlegen. Was ist, wenn wir hier so wechseln? Können wir ihn dann wegschlachten? Nein, können wir nicht, weil wir absaufen. Ah, das ist uncool, Mann. Frosch, guten Tag. Kann man mit dir reden? Okay, hier am Dekopalast können wir wohl nichts weiter großartig Sonderliches tun. Hattest du den Anschein? Okay, ich meine, man kann ja nicht alles im Leben haben. Warum sollte das Spiel auch so easy sein? Die ersten paar Dinge, die sind ja geflutscht wie... Ja. Nein, wir sprechen es nicht aus. Es wäre sowas von falsch, dies zu sagen. Wupp, 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 wupp. Okay, da hinten müssen wir irgendwie hin. Prinzipiell müssen wir zurück in den Wald. Money, money, money makes Nero funny. Würde ich mal so sagen. Was? Was haben wir denn da hinten? Dudikowski, hallo. Oh, du hast wohl nicht lange gelebt. Ah, eine Dekonuss. Ja, Dekos haben ziemlich dicke Nüsse, würde ich sagen. Ja. Never mind. So. Ansonsten gefällt mir dieses Spiel echt gut bis jetzt. Ich stirb doch. Okay, was haben wir hier? Ein Schiegerstein. Oh, was geht denn bei dem ab? Oh, ich glaube, das sollten wir nicht tun. Das ist irgendwie very bad. Bad idea. Was ist das? Ein Angelladen. Was geht hier ab? Ach, das sind nur so Fun-Dinger. So Minigame-mäßig. Okay. Was gibt's hier oben? Wupp. Da oben gibt's wohl nichts. Und die Dekonuss verknallt.
Ah, nee, doch nicht. Hör auf, hier rumzujaulen, Mann. Was? Die Viecher gibt es hier auch? Ich wollte schon sagen, dieses Geräusch kennt man doch. Okay, wir müssen mal gucken. Wo geht's da hin? Zur Romani Ranch? Oh, ein Wisp. Na, ja, mit einem Pferd ging das Ganze etwas schneller. Ein Tag komplett vergeudet. Ups. Bleiben noch 48 Stunden. Hört sich ja erstmal super an. Ah, ein Blob wieder. Was bist du? Eine Bombenratte. I see, I see. Ja. Yeah. Ich glaube, an diese Bombenratten sollten wir nicht irgendwie so schnell dran klatschen. Das wäre eher suboptimal. Und da es von diesen Drecksviechern hier so wenig gibt. Komm her. Ah. Taya, dieser Zaun nervt. Es gibt doch eine Möglichkeit, daran vorbeizukommen. Wir müssen darüber springen. Aber ohne weiteres lässt sich das wohl kaum bewerkstelligen. Wir müssen hier hoch. Wohl unverrichteter Dinge wieder abziehen. Ach, verdammt. Das bedeutet, wir kommen nicht an den Speicherpunkt. Das bedeutet im Gegensatz wiederum, dass wir dort irgendwie, naja, erstmal die Arschkarte gezogen haben. Und dies bedeutet, wir müssen dort hinten erstmal hin. Ah! Andererseits könnten wir uns einfach mit diesem Flügel-Dingsbums irgendwas an den nächsten Speicherpunkt teleportieren. Glaube ich zumindest. What? Ein Dodongo? Ich glaube, dass es ein Dodongo ist. Sieht zumindest aus wie ein Dodongo. Gehen wir mal hier hoch. Serious? Ich würde ja sagen, lass uns mal so ein Dodongo auseinandernehmen, aber ich glaube, wir haben keine Schnitte gegen das Vieh, oder? Nein, haben wir nicht. Er brutzelt uns in... Pepp ist weg. Wie der Rheinländer so schön sagt. Aha. Ja, komm. Also, Alter. Wir verrecken hier. Was soll das? Ah. Ich hatte noch nicht vor zu sterben. Nein! Wir sind tot. Was soll denn der Mist? Nein!
Was? Hä? Okay. Dann gehen wir halt wieder zurück und... Warte mal. Wir gucken einfach, wie das Lied ging mit den Flügeln. So. Links und da. Okay. Im Prinzip ist das zu einfach, wenn man das Lied halt so eingeben kann. So, gibt's einmal einen Unruhestart und Sümpfe des Vergessens. Wir wollen zu den Sümpfen des Vergessens. Teleportieren uns dorthin und dann geht das direkt ab zum Speicherpunkt. Und es regnet. Na gut, falls euch dieser Part gefallen hat, wir sind zwar nicht weit gekommen, aber wir haben einiges in Erfahrung gebracht, sind einmal gestorben. Na, nicht so toll. Aber in diesem Falle, lasst doch einfach einen Daumen nach oben da. Und diese Fee nervt. Und ja, falls ihr gerade zugeschaltet haben solltet, generell, ein Abo ist nie verkehrt. Und an euch anderen, die dauerhaft zuschalten, einfach mal ein paar Kommentare hinterlassen. Wäre nicht schlecht. In diesem Sinne, wir speichern und verabschieden uns fürs Erste.